Im letzten Update wurde ja nur der unendliche Reparaturen-Glitch gepatcht, der eigentlich gar nicht so bekannt war und der Geld-Glitch noch gar nicht. Und wer die Patch-Notes gesehen hat, hat auch gesehen, dass es ziemlich viele Bugfixes gab und darunter auch bestimmt ein paar Glitches gefixt wurden. So, hier seht ihr den Evo 9, bei dem konnte man ja alle Teile entfernen und wie ihr seht, leider jetzt nicht mehr möglich. Ziemlich schade, weil ich meine, das hat das Game nicht geschadet, aber eigentlich war es eine coole Sache. Aber das habe ich ja schon im Patch Notes Video erwähnt, dass wahrscheinlich nicht mehr gehen wird und jetzt haben wir es confirmed, geht leider nicht mehr. Interessant ist aber, wenn ihr vorher schon so einen Wagen hattet, dann bleibt er so. Wie ihr hier seht, ich hatte einen Wagen ja so gelassen und er ist immer noch so. Einfach nichts mehr an dem Wagen verändern beim Tuning, dann könnt ihr den Wagen noch benutzen. Falls ihr die Glitches noch nicht kanntet, ne, wisst ihr Bescheid, hättet ihr abonnieren müssen, ne, dann hättet ihr das noch schon ausnutzen können. Aber jedes Mal, wenn was Neues rauskommt, werde ich euch direkt informieren, also keine Sorge. Und jetzt kommen wir zum Geldglitch, der funktioniert jetzt leider nicht mehr, denn hier seht ihr schon, wenn ihr wieder online gehen wollt, was ihr beim Glitch ja immer macht, bevor ihr die Autos kauft, kommen zwei Balken, ihr verbindet euch und das Inventar wird synchronisiert und das wird jetzt automatisch gemacht. Normalerweise, wenn ihr was geändert habt, kommt immer so eine Abfrage und dann wird das Inventar aktualisiert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, das aktualisiert einfach und leider, wenn ihr dann auch die Autos kauft, hier habe ich nochmal ein Auto gekauft. Ihr könnt übrigens, wenn ihr ein Auto kauft, einfach auf B drücken oder bei euch die Zurücktaste, dann kommt, ihr müsst ihr nicht wieder immer aus dem Shop gehen und wieder neu reingehen, falls ihr das noch nicht wusstet. Das ist ziemlich nützlich, falls ihr irgendwie mehrere Autos kaufen wollt, ist das ist nicht so gut erklärt in dem Game. Also wie ihr sehen konntet, hatte ich 25.600.000, bevor ich durch die Speedtrap gefahren bin und den Wagen gekauft hatte. Und danach hatte ich nur 25.500.000 und das heißt, ich habe das Geld nicht zurückbekommen, was ja sonst der Fall war. Also funktioniert es leider nicht mehr. Falls es wieder einen neuen Glitch gibt, werde ich euch direkt Bescheid sagen und ein Video machen und alles erklären. Der Glitch war ja jetzt auch ziemlich lange da, da haben bestimmt jetzt auch alle, die ihn benutzen wollten, ausprobiert und die nicht wollen, halt nicht. Ist ja jedem frei überlassen, ob er es benutzen will oder nicht. Ihr könnt übrigens noch in meine PC-Crew kommen, da sind jetzt 15 Leute drin, wir sind jetzt Level 44. Am Wochenende im Stream machen wir die auf 50 und ja, wer Bock hat, kann da reinkommen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr immer auf den neuesten Stand seid, welche Glitches funktionieren, ob es neue Glitches gibt, da mache ich immer sofort Videos zu. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.